Das Wandern ist des Müllers Lust und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind heute für Sie unterwegs auf dem Mühlenwanderweg durch das schöne Simonswälder Tal. Und somit sage ich herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Treffpunkt. Wir zeigen Ihnen die schönsten Mühlen im Schwarzwald und auch die Geschichten der Menschen und Mühlen im ganzen Ländle. Und starten wollen wir in Seelbach und zwar im Schuttertal bei der historischen Mühle der Familie Glatz. Schon über 30 Jahre lang hält Hausherr Eberhard Glatz mit viel Herzblut den Hammer in der Hand. Und damit seine Säge von 1911 in Schuss. Hier in Seelbach in der Ortenau ist er aufgewachsen und schon Generationen seiner Familie haben in der Mühle gelebt und gearbeitet. Ich sehe das jetzt nicht als Arbeit, sondern ja, es ist eine Art Freizeitbeschäftigung, ja. Die Maschinen zu warten. Meine Frau sagt gelegentlich, sie stellt mir mal ein Bett hier rüber. Aber sie hat es ja Gott sei Dank noch nicht gemacht. Wie bei vielen Mühlenbesitzern fasziniert Eberhard Glatz der Wasserantrieb. Wenn sich das Mühlrad seiner Mühle dreht und die Säge rattert, dann ist das Musik in seinen Ohren. Die Wasserkraft treibt auch eine antike Einblattsäge an. Baujahr 1851. Da kann man keine besondere Leistung erbringen. Was ein modernes Sägewerk an einem Tag zersägt, das reicht hier etwa 10 Jahre, die Holzmenge. Das zeigt diese enorme Entwicklung, die man hatte in der Sägewerkstechnik. Dass die Mühle hier noch voll funktionstüchtig ist, das ist sein Verdienst. Eberhard Glatz kann sein Wissen aus seinem Beruf dabei voll einbringen. Er ist Ingenieur für Landespflege. Für die Glatzmühle hat er nur am Feierabend Zeit. Für ihn aber viel mehr als ein Hobby. Sie ist Teil seiner Geschichte. Die Glatzmühle wurde benannt nach seiner Familie. Allein mit Hilfe der Wasserkraft sägte man hier noch bis in die 90er Jahre Holz. Schon seine Großeltern und Eltern haben hier gelebt und gearbeitet. Nach der Schließung des Mühlenbetriebs wäre die Mühle beinahe verfallen. Aber Eberhard Glatz hat sich entschieden, die Familientradition zu retten. Es war ein Kindheitsparadies, ganz klar. Als ich dann Jugendlicher geworden war, da war mir klar, nee, hier möchte ich dann nicht arbeiten. Aber in meinem persönlichen beruflichen Werdegang habe ich doch jede Möglichkeit genutzt, näher wieder in die Heimat zu kommen. Und irgendwann musste ich mich der Aufgabe stellen oder ich hätte sein lassen müssen. Wenn das große Mühlrad auf Hochtouren läuft, hat es immer noch 25 PS. Zur Glatzmühle gehören noch weitere Mühlen. Eine Getreide- und eine Ölmühle, alle dank Eberhard Glatz noch voll in Schuss. Wie früher ist hier aber noch überall Muskelkraft gefragt. Die Getreidemühle von 1750. Voll funktionstüchtig. Eberhard Glatz zeigt gerne seine Mühle und bietet auch Führungen mit vereinbarten Terminen an. Mit der Vermietung seines Mühlendachbodens für Hochzeiten und Feste schafft er es, die Kosten für die Instandhaltung und Reparaturen seiner Mühle zu bezahlen. Die Mühe lohnt sich. Das historische Mühlenambiente zieht die Gäste in seinen Bann. Wir sind hier reingekommen, wir hatten ja schon mehrere Locations davor geguckt. Wir haben uns beide angeguckt. Ja. Und wir haben dann beide gesehen, okay, das ist es. Also ich freue mich riesig. Und wenn die Rückmeldungen immer kommen von den Gästen, dass sie ganz begeistert sind, das ist natürlich ein richtig schönes Glücksgefühl. Ja. Im Moment kann er seinen Dachboden nur nach Corona-Maßgaben vermieten. Aber Eberhard Glatz und seine Frau sind zuversichtlich, auf ihrem Mühlenhof bald wieder uneingeschränkt Gäste begrüßen zu können. Zurück auf dem Mühlenwanderweg in Simonswald. Mit
Mit Höhenunterschieden von bis zu 1000 Meter ist das Simonswälder Tal eines der steilsten Schwarzwaldtäler. Aber ganz so hoch muss man auf dem Mühlenwanderweg nicht marschieren. Er ist 9 Kilometer lang und startet in Simonswald auf dem Sägplatz. Unterwegs gibt es 5 historische Mühlen in allerschönster Schwarzwaldlandschaft zu besichtigen. Boah, ich bin hier furchtbar. Für die Mühlenwanderung benötigt man etwa 3 Stunden. So, jetzt hat uns der Mühlenwanderweg an eine richtige Bauernhofmühle gebracht. Das ist die Werlehofmühle, erbaut 1879, war damals Eigenbedarf nur für den Werlehof, der da oben zu sehen ist. Und wissen Sie was, liebe Zuschauer, wenn man hierher kommt bei so einer Wanderung, dann gibt es hier drin etwas gegen trockene Kehlen. So, schauen Sie mal hier. Für die Kinder ein Bauernhofeis, für die Oma ein paar gestrickte Socken und für den Wandersmann ein Bierchen kühl, 1,50. So, und jetzt blicken wir 50 Kilometer Richtung Westen. Es geht über den Rhein ins schöne Elsass. Dort gibt es den Bäcker und Müller Jean Kircher. Und der hat sich in Gourmetkreisen mit seiner Mühle auch einen wirklich richtig guten Namen gemacht. Die Kirchermühle an der Ill. Neben dem Rhein der wichtigste Fluss im Elsass. Hier ist die Müllers-Familie Kircher seit Jahrhunderten ansässig und Jean Kircher hält das Familienerbe in Schuss. Also die Mühle stammt anscheinend vom 16. Jahrhundert, als man damals festgestellt hatte, dass man nicht mehr genügend Mehl hatte, um die Bevölkerung zu ernähren. Da hat man hier die erste Mühle gebaut. Und ab 1760 ist mein Urahne hier eingestiegen. Und seither ist die Familie Kircher im Besitz dieser Mühle und im Vertrieb dieser Mühle. Also ich bin heute in der 9. Generation. Die Kirchers waren immer stolze Müller. Zu stolz, um die Kirchermühle, heute ein lebendiges Museum, einfach dicht zu machen. Jean Kircher hat als Lieferant der Sterne-Gastronomie in Frankreich genügend Geld verdient, um sich diese Mühle leisten zu können. Die 60 Jahre alten Walzenstühle liefern nur einen Bruchteil der Ausbeute, die eine moderne Mühle mahlen kann. Alles geht langsam voran und das tut dem Mehl gut. Es braucht keine Backtriebmittel und Zusatzstoffe. Vor allem die Geschmacksstoffe sind einfach besser und stärker in solch einem Mehl als in einem hochmodernisierten Mehl. Das war der schönste Spielplatz in der Mühle. Den Kopf hat man sich nur einmal angeschlagen und danach wusste man, wie es geht. Und das war total geil. Bei aller Romantik, die Kircher Mühle sucht die Öffentlichkeit. Mit einem Mühlenladen mit ganz besonderen Produkten und einem Restaurant, wo man sich, bevor es in die Backkurse geht, stärken kann. Auf französische Art natürlich mit einem umfangreichen Menü. Jean Kircher kann sich freuen. In seiner Mühle lernen jetzt Deutsche und Franzosen wieder das gute alte Backhandwerk. Patissier Lionel Gasser verrät den Damen seine Tricks. Und heute gibt es Gugelhupf. Also er hat uns gesagt, das wüsste ich auch nicht, dass man die Rosinen ins Wasser, einlegt. Ja, dass sie quellen. Quellen, ja. Das, und warum, das habe ich auch nicht gewusst. Das Teig hat auch eine Feuchtigkeit von Butter und von der Milch. Und dass die Rosinen, wenn sie trocken sind, ziehen sie die Feuchtigkeit vom Teig heraus. Und das soll nicht sein. Deshalb macht man sie ins Wasser. Ein Teig ist wie ein Lebewesen, sagt Lionel.
Man muss zartfühlend mit ihm umgehen, bevor er in die Backform kommt. Ja, da ist Patissier und wir sind kein Patissier, wir sind Backwarsleute. Das ist ein Unterschied. Und so zeigt die Kirchermühle mit ihrer Backstube nicht nur den Elsässerinnen, wie man gut und zugleich einfach backen kann, ohne Chemiekeule. Von Monaco bis München. Die Backwaren von Jean Kircher sind in der Spitzengastronomie begehrt. Wenn das Brot wieder traditionell hergestellt wird, mit einem richtigen Sauerteig, lange Gare, gute Führung, dann wird das Brot plötzlich wieder ein Produkt der Excellence. Und das ist mein Kampf, schon seit 30 Jahren. Und deswegen wurde ich Bäcker und deswegen bin ich heute wieder Müller. Und das passt einfach zusammen. Im Simonswälder Tal hat uns der Mühlenwanderweg inzwischen zur historischen Ölmühle geführt. Die Mühle an der Wilden Gutach ist 300 Jahre alt. Und immer noch wird hier im Spätherbst und zur Winterszeit Walnussöl produziert. Der Brauchtumsverein Simonswälder Tal betreibt die Ölmühle als Museumsmühle ehrenamtlich. Für Besucher geöffnet donnerstags und samstags. Wir sind heute von unserer Pensionsfrau aufmerksam gemacht worden darauf, dass es hier eine Ölmühle gibt. Und ich würde sagen, einfach das alte Gemäuer ist ja faszinierend und auch wie früher einfach gehandwerkt wurde. Wir schauen einfach mal vorbei und wollen uns vor allem mal das Mühlenrad anschauen, das große. Das soll ja auch sehr groß und sehr berühmt sein. Und einfach auch, um zu gucken, wie die verschiedenen Öle zum Beispiel auch hergestellt werden, wie es gepresst wird und auch, wie das Ganze einfach durch das Wasser angetrieben werden kann. Und dass man das erhalten hat hier, das ist sehr schön. Auf die alte Technik ist immer noch Verlass. Auch wenn das Mühlrad nur 5 PS leistet. Über Wellen, Transmissionsriemen und hölzerne Zahnräder wird die Wasserkraft ins Innere der Mühle übertragen und treibt so den Mühlstein an. Granit und 720 Kilo schwer. Der Stein ist drin, seit die Mühle besteht, also vor über 300 Jahren. Und das ist die alte Technik und das ist auch, bringt unter anderem die Qualität von unserem Öl, weil die Kerne, die Walnusskerne zuerst zerrieben werden. Und das ist darum Reibestein und nicht Mahlstein. Durch das Rundlaufen werden die ja zerrieben. Bevor die neue Ernte hier zerrieben werden kann, müssen die Vereinsmitglieder im November noch tagelang Nüsse knacken. Erst dann kann das neue Walnussöl produziert und abgefüllt werden. 300 Jahre alte Technik und daraus entsteht feinstes Walnussöl hier in der historischen Ölmühle. Und wenn Sie jetzt denken, liebe Zuschauer, so ein Ölmüller, das ist eine Tätigkeit für gesetztere Herren im höheren Alter. Nee, es gibt einen ganz jungen Ölmüller bei uns im Land. Er ist gerade mal 13 Jahre jung. Er heißt Paul Beltle und er wohnt im Donautal bei Beuron und wir haben ihn besucht. Ölmüller ist mein Hobby, mache ich leidenschaftlich gerne. Also ich bin jetzt 13, werde dann 14 und im Moment bin ich Ölmüller und Schüler nebenher. Also muss beides laufen, wenn die Schule nicht läuft, kann ich in der Ölmühle nichts mehr machen. Von dem her mache ich einfach halt beides. Das geht natürlich nur, wenn die ganze Familie mithilft. Sein kleiner Bruder Hannes klebt die Etiketten. Mama Yvonne ist Mädchen für alles. Onkel Tobi füllt die Kräutermischung per Hand in die Flaschen. Und Papa Jürgen ist seit Anbeginn Pauls rechte Hand für alles, was anfällt. Schon als kleines Kind hat sich Paul gern Salate gemacht. Habe ich immer im Supermarkt teuersten Öle selber gekauft. Und da dachte ich mir doch, kann man doch regional viel besser selber machen. Seine Eltern erkannten den Feinschmecker und schenkten ihm seine erste Ölpresse. Und wir haben ja gedacht, dass er zu Weihnachten mal was anderes kriegen soll. Und nicht nur Playstation und Co., sondern haben dann die Ölmühle geschenkt. Und direkt am Heiligabend hat er dann schon die erste Öle gemacht. Was mit einigen wenigen Ölen für den Eigenbedarf begann, hat sich binnen eines Jahres zu 10.000 Ölflaschen für den Handel gesteigert.
Corona und Homeschooling für Paul eher ein Gewinn als eine Einschränkung. Ich mache morgens meine Schule, da brauche ich den ganzen Morgen bis so zum Mittagessen. Dann fange ich an, in der Ölmühle zu arbeiten. Normalerweise wäre ich dann noch einen halben Mittag in der Schule. Von dem her habe ich dann schon mehr Zeit. Ja, läuft alles. Paul war schon sehr früh selbstständig. Seine Eltern betreiben eine Jugendherberge im 7-Tage-Betrieb. Wir haben den einfach immer mitgenommen, überall. Der war beim Schnapsbrenner dabei, der war in der Herberge dabei. Der hat schon in der Grundschule, hat der dann mit so einem kleinen Rollkoffer angefangen, an Schüler Süßigkeiten zu verkaufen. Der ist ganz der Papa irgendwie, das Geschäft liegt dem voll im Blut. Mhm. Hallo! Servus! Wie kann ich euch helfen? Neben der Produktion hat Paul seinen eigenen Hofladen. Kommen Kunden, mutiert er mal kurz zum Verkäufer. Unser Rapsöl, und das haben wir hier mit regionalen Zutaten aus. Haben wir selber. 8 Geschmacksrichtungen hat er kreiert. Von Raps bis Knobi, Chili oder sogar Hanföl. Einige sind in Bio-Qualität. Also ich finde das wirklich genial. In der heutigen Zeit sowieso, wo die Jugendlichen wirklich für alles Interesse haben, nur nicht für die Natur und Öle. Solche Komplimente gehen Paul runter wie Öl. Ja, ich gucke halt, dass ich den Kunden das Produkt anbiete, was da zu ihnen passt. Meine Oma zum Beispiel, die macht so Aromatherapie. Die kauft ganz gerne das Hanföl, weil das für die halt ideal ist. Und man braucht für jeden das ideale Öl. Ein bisschen Gourmet, ein bisschen Lifestyle und ein total auf Paul zugeschnittenes Marketing, das zieht. Schön, wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Um noch mehr Bioöle zu produzieren, muss Paul die Bauern überzeugen, auch Bio anzubauen. Nicht immer einfach. Wo es gelingt, wie hier mit dem Hanf, haben selbst gestandene Landwirte Respekt vor dem jungen Ölmüller. Ob man da jetzt mit 15 anfängt oder mit 35, ist für mich eigentlich egal. Also ich glaube bitte, dass man das, was er jetzt macht, in der Schule lernen kann oder wenn er da jetzt wartet. Wenn er weiß, was er machen will, dann muss er das durchziehen. Besto a la Paul. Das Mittagessen in Papas Jugendherberge. Eine der wenigen Pausen am Tag für den 13-Jährigen. Freizeit muss er sich hart erarbeiten, obwohl er in einer der schönsten Ferienregionen lebt, im oberen Donautal. Paul schafft einfach gerne und hat noch viel vor. Ja, also ich muss mein Abi fertig machen, ne? Und dann, wenn ich das Abi habe, mache ich die Schreinerlehre und immer nebenher mein Öl am Kochen halten. Und was so nebenher köchelt, wird ja oft zum schönsten Beruf. Immer wenn in Simonswald die historische Ölmühle für Besucher geöffnet ist, dann ist auch Backtag im Backhüsli der Mühle. Der Ofen ist angefeuert. Hier ist das Reich von Xaver, dem Herrn der Brote. So, Xaver, was haben wir denn da für ein feines Brot im Ofen? Ah, wunderbares Brot, das sieht ja alles wunderbar aus. Aha. Das ist 70% Rocker und 30% Weiße. Und hört sich ja gut an, man muss nämlich klopfen, dann ist es gut gebacken. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man aus dem eigenen Korn dann das Mehl mahlen kann in der eigenen Mühle und dann so ein feines Brot backen kann. Wenn man dann dazu aus der Landwirtschaft noch Butter, Wurst, Schinken und Käse herstellt, dann wird aus der Mühle ein richtiger, erfolgreicher Landgasthof. So wie zum Beispiel im Odenwald die Holzners Mühle bei Waldbrunn. Raus, hopp, hopp, auf. Auf, hopp, hopp. 7 Uhr morgens. Der Höllgrund präsentiert sich als Paradies. Weit weg vom Trubel der Welt treibt Rainer Holzner seine 7 Kühe auf die Weide. So wie jeden Morgen. Das ist jeden Morgen das Gleiche. 6:30 raus, dann werden die Kühe gemolken und dann kommen sie wieder raus auf die Weide und abends wieder zurück. Wie immer, Tag aus, Tag ein. Sommer, Weihnachten, Winter, Ostern, alles. So, jetzt komm. Danach sind die Schweine dran. Denn bei Holzners heißt die Philosophie, alles vom eigenen Hof. Das hier gibt Hausmacher und Schnitzel. Die Kühe liefern Butter und Handkäse. Und jetzt geht der Chef noch selbst Brot backen. Es ist Mehl,
Wasser, Salz, Hefe, Sauerteig. Fertig. Ist halt reine Natur, sonst nichts. Und dann im Holzofen gebacken. Ich denke, das macht auch noch ein bisschen was am Geschmack aus. Ja. Und das Mehl kommt natürlich aus der eigenen Mühle. Im Herbst und im Frühjahr wird sie wie früher nur mit Wasserkraft betrieben. Jetzt, im trockenen Sommer, hilft ein Elektromotor nach. Alois Holzner, der Senior, hat Müller gelernt. Aber heute macht er mal kein Mehl, sondern Futter für die Tiere. Wir machen unser Schrot für die Schweine, für das Vieh. Und dann machen wir Gerste, Hafer, Weizen, so durcheinander gemischt. Und das tun wir selber schroten, so alle 8 Tage. Bis als die Maschine wieder leer ist, bis wir wieder frisches brauchen. Wo der Höllbach das Mühlrad antreibt, war für Generationen ein magischer Ort. Und alles begann mit einem Butterbrot. Irgendwann, als es in den 50er Jahren mit der Kurgisch losging, dann sind halt immer Wanderer gekommen und habe die Oma gefragt, hey, können wir mal ein Butterbrot haben oder dies oder jenes. Und dann hat die Oma halt angefangen, Butterbrot zu verkaufen, mal Handkäse, wenn sie gehabt hat, mal ein Schinken, wenn sie gehabt hat, hat sie Schinkenbrot gegeben, dann hat sie ein Glas Must gegeben. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Die Butterbrote sind inzwischen abgelöst von der absoluten Spezialität des Hauses Holzner, dem Odenwälder Handkäse. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Rohmilch. Die muss entrahmt sein, dass sie eine Magermilch ist. Und die lässt man zu Quark werden, abschütte, dass die Molke weg ist, Salz und Kümmel. Und das ist eigentlich alles. Er muss halt gut reif sein. Also wenn er frisch ist, schmeckt er nicht. Er muss wirklich, sagen wir mal, 8 Tage alt sein, dass er bei so einer Temperatur schön reift. Dann hat er außenrum eine schöne Haut. Und innen ist er aber immer noch ein bisschen weiß. Also viele sagen, dass das halt einfach was Spezielles wäre. Und schon sind die ersten Gäste da. Noch nicht mal 23:30. So ist das immer. Und Rainer Holzner geht seinem eigentlichen Beruf nach: Koch. So, die Damen. Auch noch ein schöner Handkäse für Sie. Bitte schön. Lasst euch schmecken, gell? Danke schön. Manche kommen wirklich nur wegen des Handkäse. Der ist super und so locker. So selbstgemachten habe ich noch keiner gesehen und gegessen. Vor 40 Jahren habe ich beim Wandern dieses Lokal entdeckt. Und seither komme ich her. Wir sind von Heidelberg. Und wir nehmen auch immer den Handkäse mit nach Hause, weil man merkt, dass er was Besonderes ist. Und der Muster selber gemachte. Ja, beim Wandern muss man auch verschnaufen dürfen. Darum gibt es das Verschnuferbänkle. Im Simonswälder Tal gab es ja ursprünglich mal 86 wassergetriebene Mühlen. Das ist die Schlossmühle, eine der ältesten, 1743 erbaut. Hier steht sie seit 2004. Vor einem Vierteljahrhundert musste sie einem Neubaugebiet weichen. Man hat sie fachgerecht abgebaut, eingelagert und der Besitzer hat sie dann hier am Sägplatz wieder aufgebaut. Ja, und über so einen Wiederaufbau, ein Sanieren von einer Mühle, darüber kann der Frank Delin auch eine Geschichte erzählen. Jetzt geht's nach Eppingen in den Kraichgau. Eigentlich ist er Philosoph und eher nebenbei Mühlenbesitzer geworden. Frank Dähling liebt es zu sammeln. Alles aus allen Jahrzehnten. Alles, was das Leben früher ausgemacht hat. Er nennt es seine Liebe zur bäuerlichen Alltagskultur.
Das Sammeln ist eine Art Krankheit. Sie ist nicht tödlich, aber auch nicht heilbar. Viele Dinge haben mich zu ihrem Sprecher erwählt. Ich gebe zu, es waren keine anderen zu wählen da. Deshalb habe ich gesagt, nehmen wir den da, der erzählt da was drüber und der lässt uns nicht untergehen. Die Sammellust des gebürtigen Pforzheimers ist grenzenlos. Nicht nur von Büchern kann Frank Dähling nicht genug bekommen. Sein Wohnzimmer sieht aus wie ein Museum. Modernes Design kann er nicht ausstehen. Seitdem er die Rausmühle in Eppingen bei Heilbronn in den 70er Jahren gekauft hat, sammelt er. Frank Dähling nennt es die ländliche Sachkultur. Gerade die unscheinbaren Dinge haben ihn immer fasziniert auf seinen Streifzügen durch leerstehende Gebäude. Ich habe oft die verblüffendsten Entdeckungen gemacht, wenn schon die anderen Sammler, die Wertesammler, durch das Haus durchgegangen sind, bevor es abgerissen wurde. Da habe ich Sachen entdeckt, die nie gesehen haben. Etwas, was mir eine Geschichte erzählt hat. Die völlig abgeschliffene Sense oder diese hoffnungslosen Reparaturen, die ich zeigen kann über die Schwere der Arbeit, die da war. Diese Dinge, die habe ich immer geschätzt und die hat kein Museum gesammelt. Über 3 Stockwerke, nichts als seine Sammlung. Für eine Ausstellung sind sie jetzt sehr geschätzt. Wenn die Ausstellung rum ist, dann heißt dann, hol deinen Krempel wieder ab. Der eine acht's, der andere veracht's, der andere verlacht's. Was macht's? Ein echter Höhepunkt, Kultgegenstände und Überreste des früher oft grausamen Aberglaubens. In den 40 Jahren, seitdem er hier auf der Hausmühle mit seiner Frau Heidi lebt, hat sich so einiges angesammelt. Der gebürtige Pforzheimer hat einmal Ethnologie und Philosophie studiert. Und hier kann er sich so richtig ausleben. Ich bin eigentlich der Konservierer einer Lebensform, die immer weiter ausstirbt. Ich nenne das ja irgendwie so eine Lebensform auf einer Insel im steigenden Meer des Vergessens. In den 50er Jahren verliert die Mühle das Wasserrecht. Seither dreht sich hier kein Mühlrad mehr. Frank Dähling träumt bis heute davon, dass er die Mühle eines Tages wieder in Betrieb nehmen kann. Als er die 700 Jahre alte Mühle in den 70er Jahren entdeckte, waren die Gebäude in keinem guten Zustand. Mit Hilfe von Freunden, Handwerkern und Architekten baut er sie wieder auf. Das war katastrophal. Der Begriff, der immer verwendet wurde, unrettbare Ruine. Und ich muss sagen, dass wir auch für das Haus nichts bezahlt haben, außer für das Gelände. Erst war es ein Traum, kann man das? Wir haben es probiert und wir haben es eigentlich hingekriegt. Seine Frau Heidi lebt mit Frank Dähling auf der Rausmühle und unterstützt ihn, wo sie kann. Die Rausmühle, das ist viel mehr als ein Wohnsitz. Es ist das Lebenswerk des Philosophen und Volkskundlers. So, das war sie, unsere Simonswälder Mühlenwanderung. Das Schöne ist, dass man sich ja in jeder Wiese einfach wieder ganz gemütlich hinsetzen kann und die Natur genießen. Am nächsten Sonntag gibt es wieder einen Treffpunkt. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit einschalten. Jetzt geht es bestimmt bei den Fallers auch aufs Feld. Ich sage derweil einen schönen Sonntagabend und ade. Bis zum nächsten Mal. Ah. Oh, da ist ein Kuhflade!